Soll ich den nächsten Mitarbeiter einstellen, auch wenn dieser noch nicht hundertprozentig ausgelastet ist? Darum soll es jetzt gehen und damit herzlich willkommen. Ich bin Robert Giebenrath, externer CFO, helfe Wachstumsunternehmen und da sind natürlich auch Personalentscheidungen immer mal wieder das Thema. Kann ich mir das leisten? Soll ich die nächsten Mitarbeiter einstellen? Matcht das jetzt mit unserem Plan? Wir haben jetzt ein bisschen mehr Umsatz gemacht, so muss ich jetzt den nächsten einstellen und so weiter. Das sind alles so Fragestellungen, die sich dann damit ergeben und dann auch die Frage so, ey, ich habe jetzt ein bisschen Druck so drauf, aber wenn ich den nächsten Mitarbeiter einstelle, 100% wird er noch nicht ausgelastet sein. Kann ja sein, dass du jetzt zum Beispiel im Vertrieb jemanden sitzen hast und der kommt jetzt mit der Flut nicht klar an neuen Leads und dann musst du noch einen zweiten oder überlegst, ob du noch einen zweiten einstellen sollst oder nicht. Oder du hast eine Backoffice-Kraft und die wird jetzt langsam überfordert, hat jetzt neulich schon mal vergessen, eine Rechnung rauszuschicken. Soll ich jetzt eine zweite einstellen, obwohl eigentlich ist sozusagen vielleicht 110% Arbeit da und dann wäre die andere Person ja nur mit 10% ausgelastet, wenn die andere dann voll ausgelastet ist. Solche Fragen stellen sich dann ja oder im Fulfillment das Gleiche sozusagen, ne? Oder in der Produktentwicklung oder was auch immer dann eben da mit dabei ist. Im Marketing, überall kann das sein an der Stelle. Und da ist jetzt die Frage, lohnt sich so eine Person? Und jetzt möchte ich dich da mal in diese Gedankenwelt mitnehmen, was man da zu beachten hat und wie man auch auf sowas drauf zu gucken hat. Denn wenn du nur Du musst ein paar Sachen beachten einfach, ne? Also, wenn du dir so einen Mitarbeiter leisten kannst, und du solltest gucken, ob du dir Mitarbeiter leisten kannst, ne? Immer 10.000 Euro Monatsumsatz, dann geht der nächste Mitarbeiter so, ne? Ich kann dir das aber, es kommt ein bisschen aufs Geschäftsmodell an und so weiter, ist aber eine Faustregel, 10.000 Umsatz pro Mitarbeiter. Ich werde sowas natürlich für unsere Kunden, kalkuliere ich sowas auf einen Euro, ob sowas passt und dann gebe ich dir einfach die Antwort, wenn du es so ein bisschen für dich machen willst, das erstmal so als Faustregel. Und dann natürlich jetzt das Thema, du musst so viele Sachen beachten und du darfst nicht isoliert gucken, dass du jetzt nur Arbeit für 1,5 Leute hättest, aber jetzt 2 Leute beschäftigst, so darfst du auf die ganze Sache nicht gucken. Du musst mal gucken, was die Alternative ist. Die Alternative ist, dass du eine voll ausgelastete Person hast sozusagen. Und was passiert denn, wenn diese Person jetzt Urlaub hat oder krank ist? Und du hast so einen Workload. Dann bist du auf Deutsch gesagt am Arsch sozusagen, wenn diese Person auch ausfällt oder die fällt jetzt auf Dauer aus, die kündigt, wird vom Bus angefahren. Es können so viele Sachen passieren, die dann einfach auf einmal ein Riesenloch da reinreißen. Das heißt, du kannst ja Redundanz noch nicht mal ausmerzen sozusagen, weil du nur eine Person auf dieser Stelle hast. Das heißt, du bist mega abhängig von dieser Person und damit bist du auch ein Stück weit, ne, erpressbar. Sozusagen, was willst du machen, wenn der ankommt und eine Gehaltserhöhung fordert, sozusagen? Ist ja auch noch so ein Thema. Du musst auf diesen Stellen, du musst immer wieder in der Lage sein, dass du jemanden auswechseln kannst und dass du auch reagieren kannst, wenn einer noch nicht da ist. Manchmal, ab einem bestimmten Niveau, wenn du es dir leisten kannst, lohnt es sich, den Mitarbeiter einfach stumpf auf Vorrat einzustellen. Auch wenn es nur 100% sind, was eine Person machen könnte, lohnt es sich, eine zweite Stelle zu haben, weil eben genau im Urlaub und so weiter geswitcht werden kann, weil eben das Wachstum mit begleitet werden kann. Und wenn du jetzt schnell wächst, auf einmal ist ruckzuck, ist der auch mit ausgelastet und du brauchst einen dritten. Du kannst doch sonst gar nicht aufdrehen, wenn du an dieser Stelle dann nicht schon wieder voll ausgelastet bist. Du kannst doch nicht immer warten bis Vollauslastung, weil wie willst du dann dein Unternehmen sauber skalieren? Du brauchst ja auch die Infrastruktur und die muss gebaut sein, damit du aufdrehen kannst. Du wirst in deinem Unternehmen immer wieder irgendwo cappen. So, du hast wie so ein, du kannst dir vorstellen, wie so Rohre, wo Wasser durchfließt. Und das eine Rohr ist dünner und dicker sozusagen. Und du musst dafür sorgen, dass das Wasser gleichmäßig da durchrauschen kann. Und du kannst den Wasser nur aufdrehen, wenn das auch funktioniert und die Kapazität aufnimmt. Und das fängt an, wie Anzahl der Leads zum Beispiel. Conversion da drauf. Vielleicht hast du ein Vertriebsteam, vielleicht nicht als E-Commercer sozusagen. Wie viel konvertiert? Wie viel kommt rein? Wie viel kann ich dann abbilden? Wie viel kann ich fulfillen? Wie ist dann die Zufriedenheit? Gibt es Retourenquoten oder Churnrate und? Das ist alles zu messen. Wie viel Aufwand hat das Backoffice dahinter? Wie viel Aufwand hat mein HR dahinter? Wie viel neue Mitarbeiter brauche ich? Im Vertrieb, im Marketing, Produktkonzeption und so weiter. Das musst du vorher wissen, damit du dann aufdrehen kannst und du weißt, okay, da ist noch Kapazität da. Es ist viel besser,
wenn du es dir leisten kannst, und das musst du immer abchecken, es ist aber okay, zwei Leute auf 50% laufen zu haben, auch wenn die sich dann mal eine Minute langweilen, sage ich mal, weil du dann theoretisch aufdrehen kannst sozusagen. Und dann hast du die Möglichkeit, schnell ins Wachstum zu kommen. Dafür musst du aber natürlich ein rentables Geschäftsmodell haben. Was ist viel besser? Du reduzierst die Abhängigkeit, du kannst auskontern, wenn jemand im Urlaub ist, du kannst aufdrehen und für dich als Wachstumsunternehmen ist das maximal vernünftig, so zu agieren. Kleine Disclaimer hier an der Stelle noch oder noch was, kleiner Satz nebenbei. Fang bloß nicht an, nur weil ein Mitarbeiter nicht voll ausgelastet ist, denen aus irgendeinem anderen Bereich jetzt Aufgaben zu geben, die eigentlich da gar nicht zugehören. Weiche hier nicht Prozesse auf, wo du am Ende 10 Schweizer Taschenmesser sitzen hast und keine Spezialisten mehr. Das wird dich dann später killen, weil du es gar nicht wieder rausdividiert bekommst und weil auf einmal wieder Druck da ist und dann fehlt dir an einer anderen Stelle, dann wird dein Unternehmen, dann wirst du, dann ist das total messy. So, dann ist das total unstrukturiert und wird dir irgendwann um die Ohren fliegen. Das heißt, behalt das bei, sitz das aus, deine Mitarbeiter, sorgt dafür, dass da mehr Umsatz reinkommt, sorgt dafür, dass da eine größere Flut am Anfang an Wasser durchrauscht, damit du die Leute dann schnellstmöglich auslasten kannst und sorgt früh genug dafür, dass du da neue Leute reinbekommst. Du musst super viele Zahlen dabei beachten. Das ist ein Numbers-Game. Das ist, dein Unternehmen ist für mich eine Excel-Tabelle. So, ich gucke da anders drauf als du. Ich gucke mir Time to Hire an. Ich gucke mir Recruiting-Kosten an. Ich gucke mir die Kosten einer nicht besetzten Stelle an. Ich gucke mir an, wie viel es dich kostet, wenn der Mitarbeiter rauskommt und du wen Neues suchen musst. Das sind alles so Themen. Wenn du die Mitarbeiter permanent überlastest und die auf 120% laufen, weil du zu geizig bist, da jetzt noch einen einzustellen, der dann nur 20% ausgelastet wäre oder beide zusammen dann eben 60%, dann wirst du dich selber killen. Du musst das anders denken, wenn du dich im Wachstum befindest. Aber im Mittelstand strukturiert ganz normal anderes Game. Wir sind im Wachstum, wir sprechen hier von Wachstumsunternehmen, du musst anders gucken. Die Excel-Tabelle ist anders aufgebaut bei dir sozusagen. So gucke ich auf diese Nummern, so gucke ich auf deine Zahlen, so skelettiere ich dein Business durch und gucke mir an, was wie gemacht werden muss, damit du den Hahn aufdrehen kannst, damit das Unternehmen skalierfähig durchgeht. Und dazu gehört auch, Mitarbeiter clever einzustellen, auch wenn diese noch nicht 100% ausgelastet sind. Das bezieht sich auf sehr viele Stellen, auf manche nicht, ist ein besonderes Ding. Aber nur einfach mal, dass du da ins Denken reinkommst, in die Denkmechanismen, was man da beachten muss mit Time to Hire und so weiter. Du bist nicht so schnell reaktionsfähig, wenn du da jetzt sofort wen brauchst. Du hast auch noch Recruiting-Zeiten und so weiter, bis jemand kann, bis du wen richtig gefunden hast. Einstellquote vielleicht von 2% und so weiter, sonst stellst du auch wieder die falschen Leute an. Wenn du Druck im Recruiting hast, triffst du falsche Entscheidungen, triffst du dumme Entscheidungen. Es wird dich wieder deutlich mehr kosten als diese 3 Monate, wo du dann Mitarbeiter doppelt bezahlt hast. Du musst angucken, wie sind die Onboarding-Zeiten, wie lange dauert das, bis ein Mitarbeiter gerade ausläuft und. So viele Sachen zu beachten. Also, wenn du das Ganze nicht selber machen möchtest, sondern einfach wen fragen, melde dich doch einfach. Ich kann dir das auch nochmal in deinem Unternehmen durchskizzieren, kann dir das zeigen, wie sowas aussieht, wo du darauf achten musst, gerade bei der Personalauswahl und so weiter, was da so HR-Kennzahlen mit sind. Das kann ich dir für dein Unternehmen mitbringen. Personal ist nach wie vor eines der wichtigsten Themen in einem skalierenden Unternehmen und größte Wachstumsmöglichkeit. Melde dich da gerne, können wir eine Erstberatung machen unter www.rg-finance.de. Ansonsten, wenn dich solche Themen auch interessieren oder wenn du irgendwann sagst, Alter, das ist ja kompliziert, das hört sich ja echt komplex an sowas. Ja, ist es auch. Ne? Es ist halt Business und Business hat eine hohe Zahlenkomponente und diese ganzen Themen könntest du auch auslagern. Melde dich gerne, kann ich auch mal zeigen, wie sowas geht. Und ansonsten sehen und hören wir uns demnächst bald wieder. Wenn es gefallen hat, gerne Daumen hoch und ansonsten bis dahin viel Erfolg.